Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Jo, das letzte Mal hat sich nicht allzu viel getan, weil ich möchte Großbritannien eigentlich nicht den Krieg erklären, solange wir noch einen Waffenstillstand haben. Ich bin gerade auch vorhin drauf gekommen, wenn ich denen den Krieg erkläre, erhöht sich meine Militanz um 4. Ich habe immer gedacht, das Schlimmste an Krieg erklären ist, dass wir Infamie kriegen oder dass wir Prestige verlieren. Aber in Wirklichkeit ist ein Plus 4 an Militanz schon extrem hoch. Das könnte ich nicht rechtfertigen. Vor allem dann hätte ich eine Militanz von 8. Das ist schon sehr heftig, wäre das. Das wäre schon sehr heftig. Ich muss irgendwie Militanz abbauen. Wie ist denn das eigentlich mit meinen Reformen? Wieso kann ich das nicht machen? Nur 45,3? 100% Sozialisten, 40% Konservative, 100% Kommunisten. Na gut, die Kommunisten sind ganze 3% und 40% der Liberalen. Wie kann das sein? Ich habe so viele Faschisten schon im Parlament. 14,5%? Bist du irre? Die zerstören einem ja alles. Und die Faschisten loswerden. In irgendeiner Weise. Na gut. Ist ja wurscht. Kann jetzt auch nichts machen. So, ja, ich bin außerdem draufgekommen. Deutschland hatte gar kein Bündnis mit mir. Aber ich habe das Bündnis jetzt wieder beschlossen. Und irgendwie kriegen wir keine Geschützrohre. Das liegt möglicherweise daran, dass es keine gibt am Weltmarkt. Und wir auch keine selber herstellen. Beziehungsweise wir möglicherweise zu viele verbrauchen. Weil unsere... Nein, geh weg. Es kann sein, dass wir da zu viel. Genau. Wir brauchen da Geschützrohre. Die sind in Rot. Die nur das so weit runterbringen, dass sie auf Grün sind. Und erst dann produzieren wir mehr Geschützrohre, als wir. Oh Gottchen. Okay, gehen wir auf 20% runter, das ist eigentlich eh wurscht. Ja, die können wir auf voll geben. Und dann müssten wir eigentlich, wenn wir bei Handel, auf die Geschützrohre gehen. Ah, das sind die. Da machen wir eh schon einen Vorratsankauf. Wir kaufen einfach alles. Nein, nicht automatisieren. Wir kaufen alles, was wir finden. So, schauen wir mal. Wie ist denn das? Starke Nachfrage. Angebot 3,045. Nachfrage 9,438. Pff. Das wird dreimal so viel nachgefragt, wie es Angebot gibt. Arg. So, wer produziert denn da das meiste? Die USA. Es produziert nur die USA. Was ist mit unseren Geschützrohrfabriken? Produzieren die auch schon was? Oder sind die alle noch im Versuchsstadium? Wieso brauchst du noch nichts? Es fehlen noch Elektroteile. Wir haben noch keine Elektroteilefabriken. Wir können noch keine Elektroteilefabriken bauen, soweit ich mich entsinnen kann. Das heißt, Elektroteile brauchen wir genauso. Wo sind denn die? Elektroteile. Ja. Derzeit.
starke Nachfrage. Angebot 630, Nachfrage 2002. Puh. Sogar noch mehr ist und noch mehr kaufen von dem Zeug. Wir kaufen alles, alles. Was brauchen wir für unsere Fabriken? Das wird uns ein bisschen Geld kosten. Nein, wird es uns nicht. Oder? Oh ja, könnte schon sein. Hey, Kathmandu wird eine Kernprovinz. Ausgezeichnet. Und Äthiopien könnten wir. Na, Algerien ist mir wurscht. Äthiopien. Können wir zu herzlich machen mal. So, wie ist das? Ja, jetzt brauchen wir Panzer. Wir brauchen mehr Geschützrohrfabriken. Wie schaut das mit unserem Dings aus? Mal keine. Yay! Unsere Fabriken werden noch besser. Nein, damit können wir noch nichts weitermachen. Dann bauen wir da weiter die Schichtarbeit. Oder einen Elektroofen. Schichtarbeit. Arbeitet. Ihr Sklaven. Nein, wir haben keine Sklaven, natürlich nicht. Ja. So, gehen wir ganz rauf. Dann schauen wir unsere Fabriken an. Wechselstrom, auch nicht schlecht. Können wir denn schon eine Elektroteilefabrik bauen? Nein. Was brauchen wir für eine Elektroteilefabrik, frage ich mich gerade. Es ist sicher irgendeine Technologie. Ich bin so ein Idiot. Wahrscheinlich hätte ich irgendwo da bei Handel irgendwas machen müssen. Da können wir Öl, also Syntheseöl machen. Das schaut nicht so aus. Das muss schon irgendwo bei der Industrie sein. Ach da, oder? Nein. Was muss ich machen, damit ich Elektroteile bauen kann? Ah, da. Bei der Elektrizität. Edison-Glühbirne muss ich erfinden. Edison-Glühbirne. Schauen wir mal. Edison-Glühbirne 4%. Haben gleich Strom. Haben Strom erfunden, Stromgeneration, gut. Okay, sollte jetzt einfacher werden. Die Telefone haben wir noch immer nicht. Ah. Das Problem, solange wir die Glühbirne nicht haben, können wir kein Telefon bauen. Also. Jo. Und die Telefonzentrale kriegen wir erst, wenn wir Telefone erfunden haben. Ja, das ist uns aber egal. Die zwei sind natürlich wichtig. Das heißt, wir brauchen Gleichstrom und der Gleichstrom ist da dabei. Wo ist denn der Gleichstrom da? 2%. Hm. Echt jetzt? Wenn wir die Glühbirne hätten, wäre der Gleichstrom auch leichter. Hm. Na gut, nein, wir haben also nichts falsch gemacht, wir haben nur einfach Pech gehabt, welche Erfindungen wir bis jetzt gemacht haben. Wie wäre es mit Betriebsspionage?
fahrt nach Amerika und schaut euch an, wie das funktioniert. Kann so wohl nicht sein. Wieso sind industriell eigentlich nur 8? Wir bauen so viel Zeug. So viele Fabriken. Ich baue die ganze Zeit. Wir müssten da aufholen. Okay, Corazon nicht wirklich interessant. Hallo? Nichts anderes als Fabriken ausbauen. Überall, und zwar überall, genau. Achso, warte mal. Madras. Nein, die dürfen nicht bei uns durch. Und in Ägypten stellen die Meinung vertraut. Das ist groß. Das heißt, wir bauen dort auch Facharbeiter rein. Und wir produzieren in Madras dann gleich Sachen. Zunächst einmal schauen wir mal an, was die in Madras so alles produzieren. Jetzt sind das das alles Madras, oder? Ja, Färbemittel, Färbemittel. Tee. Getreide. Getreide, okay. Reich, wenn man doch nicht Färbemittel und Getreide. Naja, aber es lässt sich was machen damit. Meine Pizza. Oh, vielleicht nochmal Konservenfabrik. Wieso nicht? Färbemittel würde wieder für Stoffe sprechen. Aber ich glaube, wir produzieren schon so viele Stoffe. Wir die Welt damit schon überfluten, mehr oder weniger. Kleine Fabrik. Ja, was lassen wir mit der Luxuskleiderfabrik? Nochmal eine Glashütte rein. Und eine Schnapsbrennerei. Warte mal, Schweden hat begonnen, die Reserven zu mobilisieren, das heißt, die führen Krieg. Großbritannien will durch uns durch, das heißt, die führen auch Krieg. Oh. Wieso hat Schweden mich nicht gefragt, ob ich mitmachen will? Weil ich einen Waffenstillstand mit denen habe. Deshalb. Ich hätte ihnen aber geholfen, wirklich. Auch Waffenstillstand hin oder her. Ich hätte es getan. Schweden, ihr seid ziemlich dämlich. Obwohl, wenn sie die ablenken, ich Krieg erklären würde, sagen wir mal. Rein theoretisch. Wir würden da mitmachen. Die USA, Italien, Deutschland nicht. Schweden sind bereits im Krieg.
die Mongolei, Xinjiang, USA und Italien wären schon sehr schön, vor allem die USA. Die USA wäre ausgezeichnet sogar. Was passiert denn, wenn wir da eine Militanz von 4 haben? Irgendwelche Bewegungen unterdrücken? Die faschistischen zum Beispiel. Nacho-Liberale, Liberale, Faschisten, Kommunisten und afghanische Nationalisten. Die sind alle nicht besonders groß, die Anarcho-Liberalen sind groß. 30 Brigaden derzeit. So gibt es liberale Rebellen. Liberaler geht unsere Gesellschaft gar nicht mehr. Ich meine, okay, die kann ich nachvollziehen. Die Faschisten und auch die Kommunisten irgendwie. Und wenn es sein muss, kann ich auch die Anarcho-Liberalen verstehen. Aber die Jakobiner, die Liberalen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber derzeit haben wir eigentlich ein relativ geringes Rebellenrisiko für das, dass die Militanz so hoch ist. Wie kann das sein? Sonst, wenn du eine Militanz von 4,6 hast, bringen sie sich gegenseitig um im Land. Frag mich gerade, was der Grund dafür sein könnte. Na, egal, wir machen das aber trotzdem. Wir ziehen das jetzt durch. Weil. Die Zeit läuft uns davon. Und jetzt ist eine gute Zeit, weil die führen da oben Krieg mit denen. Und wir werden die USA fragen, ob sie mitmachen. Italien auch fragen, ob sie mitmachen. Ich glaube, militärisch sind wir stärker als die beiden, oder? Ich hoffe es zumindest, sonst übernehmen die wieder die Führung. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, wenn sie die Waffen, wenn sie die Führung im Krieg übernehmen. Liegt das vielleicht wirklich an der militärischen Stärke? Könnte schon sein. Na egal. So. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt auf 100% draufhauen. Dann werden wir da die Steuern ein wenig erhöhen. Weil sonst können wir uns den Krieg nicht leisten, wahrscheinlich. Dafür gehen wir da ein bisschen runter. Und bei den Zöllen gehen wir noch um 5% drauf. Nach dem Asylum versuchen. Achso, warte mal. Vielleicht sollten wir das dann noch lassen. Wir sind noch nicht auf 100%. Das sind 6000 Mann, was sollen die schon tun? Zunächst einmal machen wir da alles zu. Hey! Du gehst daher. Panzer. Hier geht's daher.
Da machen wir wieder die Grenze dicht. Zu Russland. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, Russland macht natürlich mit. Was? Die USA macht nicht mit? Feiglinge. Schade, schade. So, aber immerhin können wir dann da jetzt die akzeptable Hilfe machen. Das sollte die Militanz wieder ein wenig senken. Außerdem wollen wir es sowieso machen. Ah ja, du gehst gleich mal da rein. Und du gleich mal da rein, bis die Russen irgendwas tun können. Haben wir die zwei Gebiete schon erobert. Ausgezeichnet. Bis daher. Bis daher. Bis daher. Bis daher. Du eroberst dieses Gebiet mal. So, ich überlege gerade, was für eines. Wir können leider nur eins von diesen Ländern da freihauen. Schauen wir uns nachher mal das mit der Bevölkerung an. Die Bevölkerungsdichte, da wohnen relativ wenig eigentlich in diesen Gebieten. Weit weniger als in den britischen oder in unseren Gebieten. Ist aber doch ärgerlich. Schauen wir mal. 44.000, 130.000, 60.000, 20.000, 60.000. Arg eigentlich, da wohnen ja wohl wenig. 100.000, 200.000, 100.000. Okay, ich glaube, es wird Mysore, die wir freischlagen versuchen. Diese Gebiete da oben sind ja urmodig. Was ist das? Auch nur 35.000 gibt, die sich da uns angeschlossen haben. So, habe ich da eigentlich noch Truppen? Wenn die jetzt darüber gehen, schau mal, kriegmäßig, haben wir da herüben auch noch Krieg irgendwo? Britisch-Afrika, da wird sich hoffentlich Italien drum kümmern. Portugal. Naja. Naja. Ah, wir haben die Führung im Krieg behalten, gut. Ja, noch schöner gewesen. Sag mal, spinnt ihr? Wieso schlagt ihr meine Forderungen oder meine freundliche Bitte nach Hilfe aus? Na, schauen wir mal, Italien sollte doch eine Hilfe sein. Zumindest in den Kolonien hier. Und mit etwas Glück lenken Sie mir Russland auch ein wenig ab. Beziehungsweise Portugal, in den Kolonien und in Portugal sollten Sie schon hilfreich sein. Malta könnten Sie vielleicht auch erobern. Schauen wir mal, was passiert. Viele Truppen dürften die Briten da jetzt nicht mehr haben. Ausgezeichnet. Unsere Sportler waren siegreich. Was, was? Verdammt, ich sehe nichts. Okay, passt. Passt. Passt auch. Passt auch. Jetzt mal daher.
Post. Post. Kapmandu. Halt, stopp. Hihi, wir machen Panzer. Finden wir mit denen eigentlich auch Krieg? Nein. Schade eigentlich. Die hätten wir jetzt auch gleich erobern können. Na, du gehst dann daher. Auf jeden Fall können wir auf diese Art und Weise auch die Schweden unterstützen. Irgendwo sind 3000 Leute gerade entstanden. Da. Du bist daher. Was? Wir haben irgendwas, irgendein Belager. Ah ja, Schaffner. Wie gesagt. Ich sollte nicht zu schnell wegklicken. So, Bukhara. Jodhpur war jetzt nicht unbedingt die Herausforderung. Gut, schauen wir mal. Wir sind schon bei 5%. Jetzt schon. Schlachten plus 5, wenn man das macht. Ich würde ganz gerne ein Kriegsziel hinzufügen. Wieso kann ich nur eine Kernprovinzregion erobern? Das verstehe ich jetzt nicht. Das letzte Mal hat das gut funktioniert. Oder musste ich das bei den einzelnen Staaten machen? Ja, genau, so musste man das machen. So. Das heißt, Mysore werden wir als nächstes erobern versuchen. Gauhati. Auf nach Dashwoods. Okay, und Tides. Recht. So, warte mal. Die haben noch keinen. Daher.
Ist okay. Ist okay. Ja, ist nicht okay. Zu spät. Angegriffen. Gehen wir gleich weiter ein Stück. Ist weiter nach Nukus. Okay. Okay. Ah, 11.000 Mann. Ha, 11.000 Mann. Ausgezeichnet. Die können wir ja fast angreifen. Uff. Die missourischen Truppen sind aber ganz schön stark. Als ich dachte. Okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Ist auch okay. Ja, das sind die. Ah, sehr gut. Die Entsatztruppen sind da. Nächstes gehen wir dann mit dir daher. Gut. Ja, ich würde fast sagen, ihr geht's auch gleich darauf, weil da im Süden kann man eh nicht mehr viel machen. Da haben wir jetzt alles unter Kontrolle bei der Schlacht. Okay. Jetzt können wir zusammenfügen. Da haben wir gewonnen. Ihr geht's nach. Nach Mysore und die anderen versuchen das mal zu belagern. In Nukus. Und daher gehen, sind wir da schnell genug, um die zu erreichen. Oktober bis 7. Was? Gleich. Am 6. oder was? Am 7. Dezember. Und wir sind jetzt am 9. Dezember dort. Schade. Wohin geht's hier nach Oktober? Wo sind wir das? Na egal. Auf nach Sana. Jo. Oh, da gibt's noch Gebiet, was ich nicht erobert habe. So, okay. Jetzt weiter da runter. Ja, und da haben wir nochmal 3000, die wir mal wohin schicken. Ich würde sagen, mal hier nach Chittagong, weil da gibt es ein paar, die noch ein paar
Dings bräuchten. Kriegverlauf so wie er sein sollte, nämlich gut. Keine Dings zum Beispiel. Kalikut gewonnen. Na dann weiter. Achso, die haben wir schon geschickt. Achso, hier geht's da. Okay, da haben wir uns schon drum gekümmert jetzt. Gut, Schien ist gut. Damit hätten wir Seidon fast vollständig erobert. Und alles ist wieder gut, was das betrifft. Gehst jetzt Richtung Russland? Nein, du gehst da hier. Okay, HK gewonnen. Ist auch okay. Du gehst mal da hier. Ja, du bleibst du mal. Nein. Du gehst da. Nein, nein, nein. Ah, verdammt. Wie gesagt, Pego gehst du. Und da haben wir auch gewonnen. Du gehst nach Nukus, weil der Nukus geht ja weiter und dann bist du da in der Hinterhand, um da zu erobern. So, wie schaut das aus mit den Kriegen? Der Krieg schaut nicht so schlecht aus eigentlich. Besser als ich erwarten, als man erwarten könnte. Okay. Alles zum Ankommen. Wir sollten versuchen, die dann möglichst schnell möglichst viele russische Truppen von den anderen zu trennen. Russland hat dann nämlich sonst glaube ich echt Probleme, irgendwie nachzukommen. Mit etwas Glück können die Schweden da auch ein paar von den russischen Truppen erledigen. Na gut, an dieser Stelle, meine Herrschaften, machen wir mal wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.